Ja, hallo und willkommen zum nächsten Let's Teach. Diesmal geht es um PowerPoint. Ich habe zwar schon einige Clips gemacht, aber ich bin gebeten worden, mal einen Film zu machen. Wie geht es von Anfang an bis zum Ende, bis zur fertigen Präsentation, wenn man dann entsprechend vorträgt? Also, ich habe hier das Thema Hermelin. Ich habe hier schon eine entsprechende Wikipedia-Seite aufgemacht. Es ist einfach am einfachsten, hier jetzt das beispielhaft darzustellen. Darum Wikipedia, es gibt natürlich noch andere Quellen. Und ja, was sollte man tunlichst vermeiden? Hier zum Beispiel einfach herzugehen und zu sagen, okay, ich habe hier den Text schon mal, also die Info, Steuerung C, Steuerung V und schon ist es drin. Und wenn mich die Formatierungen stören, kann ich ja auch sagen, nur Text einfügen und schon ist eine Seite fertig. Das sollte ich natürlich nicht machen. Ich muss die Informationen natürlich entsprechend zusammenkürzen. Und hier bietet sich erstmal an, eine Stoffsammlung zu machen. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet, sonst dauert das Video ewig. Die schwarzen Stellen, das sind praktisch die Kopien, also das ist der Originaltext. Und die blauen Sachen, das ist dann praktisch die Zusammenfassung. Man sieht, das ist hier sehr kurz gehalten. Auch hier, dazu sage ich gleich was. Und diese roten Stellen, es gibt Notizbereiche in PowerPoint, wo man das entsprechend einfügen kann. Und dann sieht man zwar auf dem Bildschirm diese Notiz, aber nicht der Zuschauer am Beamer. Und hier kann man natürlich dann entsprechende Notizen dann aufführen. Ja, wie kürzt man denn eigentlich? Ich habe hier zum Beispiel einen Link zur Begriffsklärung von Hermelin. Da habe ich mir gedacht, wir machen sowas wie Wer wird Millionär? Das heißt, ich habe mir hier vier Begriffe rausgesucht, das alles in Hermelin darstellt. Und dann kann man am Anfang von PowerPoint so, ja, so ein Rätsel machen, Rätsel erraten. Beim nächsten, da ist so ein einleitender Absatz über die Art von dem Hermelin, also Familienart. Und wenn man hier auf die rechte Seite schaut, hier ist eine Tabelle. Und immer, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Tabelle darzustellen, dann sollte ich das entsprechend machen, weil hier dann sehr viel zusammengefasst ist, zusammengekürzt ist. Schwierig ist allerdings, wenn man jetzt Tabellen 1 zu 1 aus dem Internet übernehmen möchte. Man sieht hier, ich blende mal hier die Gitternetzlinien ein, alle Rahmenlinien. Man sieht hier schon, man hat hier so doppelte Rahmenlinien und das könnte ein Problem werden, wenn man das in PowerPoint einfügt, muss nicht. Es gibt aber eine Möglichkeit, hier entsprechend dem zu begegnen. Man könnte sagen, also Tabelle markieren, Tabellentools, Layout, Daten und dann in Text formatieren. So, jetzt habe ich hier entsprechend keine Tabelle mehr. Ich habe die Begriffe durch Tab-Stops abgetrennt und jetzt kann ich wieder hergehen und sagen, einfügen, Tabelle, Text in Tabelle umwandeln und dann habe ich hier eine entsprechende saubere Tabelle. Gut, dann geht es weiter mit den Merkmalen. Auch wieder ein riesiger Absatz und alles, was ich bräuchte, sind ganz wenige Punkte. Wenn ich aber trotzdem noch Informationen bringen möchte, die hier eigentlich ja, das Ganze aufblähen lassen, dann sage ich das halt nur und verwende das halt einfach nur als Notiz. Beim nächsten Beispiel, so recht schönes Beispiel, und zwar Lebensraum und Verbreitung. Ja, ich könnte natürlich jetzt hergehen und sämtliche Länder, wo das Hermelin vorkommt, aufzählen. Aber wieso, wenn ich auch eine Karte verwenden könnte? Wenn hier schon eine da ist, dann nehme ich die auch entsprechend her. So, dann Nahrung und Jagd machen wir noch. Also auch wieder entsprechender Text. Und hier reicht es aus, entsprechend eine Auflistung zu bringen. Ich könnte natürlich auch hergehen und hier von diesen
Tieren ein Bild reinsetzen. Das wäre natürlich noch anschaulicher, aber ich belasse es mal hier bei dieser Auflistung. Und hier dieser rote Bereich, das ist wieder meine Notiz. Also, wenn man entsprechend effektiv herangehen möchte, Zeit sparen möchte, dann sollten wir erstmal nur diese Stoffsammlung machen und dann kann man da sehr schnell überzugehen zu PowerPoint. Mache das mal auf zwei Fenster auf. Okay. Ich kann es jetzt leider nicht so rausziehen, weil es dann in den anderen Bereich rübergeht. Ich habe zwei Bildschirme gerade an. Okay. So. Also Titelfolie können wir schon mal sagen. Hermelin passt zum Thema. Dann brauche ich eine neue Folie. Und jetzt möchte ich mein Rätselspiel machen. Hier brauche ich eigentlich nur den Titel. Was ist ein Hermelin? So, und dann muss das so ein bisschen aussehen wie bei Wer wird Millionär? Ich habe jetzt hier entsprechend diese Felder. So, das kann ich entsprechend kopieren. Dann mit diesen Symmetrieachsen ausrichten. So, und da hatte ich Wieselart, dann Musikband, Wieselart, habe ich das falsch geschrieben oder kennt ihr das nicht? Käse und Schmetterling. So, das ist also die Fragestellung, was ist alles ein Hermelin und ja, dann leuchten eigentlich alle auf, weil alles ein Hermelin ist. Dann kommt es zur nächsten Seite, also wieder neue Folie. Hier geht es um die Tierfamilie. Und dann brauche ich diese Tabelle. Mal schauen, ob ich das so hinbringe jetzt. Layout haben wir Titel und Inhalt. Wenn ich jetzt die Tabelle hier nehme. Nee, das hat es mir nicht genommen. Jetzt hat es mir das genommen. So, dann kann ich die Tabelle entsprechend aufziehen. Bisschen größer machen. Die Schrift kann ich entsprechend noch größer machen und erst einmal vielleicht den Tabellenentwurf. Mir reicht hier so eine einfache Tabelle. Die Rahmenlinien sind alle sichtbar. Und ich mache jetzt die Schrift etwas größer. Und ja. So, das ist schon die Seite 3. Jetzt haben wir die Seite 4, neue Folie. Da haben wir einmal die Merkmale. Schön ist auch, dass hier die Aufzählungspunkte gleich erscheinen. Schreibt ihr nur den Text rein oder kopiert ihn rein. So, und jetzt haben wir hier das Rote. Das ist für mich eine Notiz. Dann ziehe ich den Notizbereich ein bisschen auf. Kann hier die Notiz auch wieder kopieren und einfügen. Und dann habe ich die hier entsprechend drin. So, geht wie am Schnürchenlebensraum, also neue Folie. Dann sage ich Lebensraum rauf, Raum. Rauf und runter. So, wieder markieren in dieses Feld rein und schon habe ich die Karte drin. Hier ist auch wichtig, ich habe auch gleich die Links immer mit aufgeführt und dann kann man die hier als extra Textfeld oder man geht her und sagt Bildbeschriftung. Das ginge auch, aber das ist hier die schnellere Variante. So, dann haben wir noch eine Folie.
Nahrung und Jagd. So, also wie gesagt, vielleicht auch Bilder von diesen Tieren. Ich habe jetzt hier nur die Tiere aufgelistet und dann sind hier noch weitere Tiere genannt. Das kopiere ich aber nur in den Notizbereich. Gut, jetzt steht die Präsentation einmal inhaltlich. Jetzt kann ich das auch ein bisschen größer machen. Jetzt geht es ans Gestalten. Also es geht ums Hermelin, ein Tier. Ja, jetzt kann ich mir entsprechend aussuchen, was würde dazu passen, was gefällt mir. Und wichtig ist halt auch wirklich diese Textfelder zu verwenden, weil dann muss ich nicht im Nachhinein entsprechend formatieren. Was passt denn hier recht gut? Probieren wir mal so einige durch. Das ist irgendwie ziemlich altbacken. Das scheint sehr modern zu sein. Da haben wir doch noch was Grünes. Ja, das sieht recht nach Natur aus. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Natürlich hier bei dieser Grafik passt es jetzt nicht so gut dazu. Gut, man kann um die Grafik vielleicht noch einen Rahmen machen, einen schwarzen. Dann geht es wieder eher vielleicht noch mit ja, entsprechenden Schatteneffekt. Okay. Jetzt fügt sich das eigentlich ganz gut. Also, wir waren bei Entwurf. Da stellt man hier entsprechend ja, entsprechende Layout ein. Was man jetzt noch machen kann, ist zu überlegen, macht man die Präsentation im Format 4 zu 3 oder 16 zu 9. Ich zeige es mal kurz, wie das dann aussehen würde. Das ist halt langgestreckt, das passt zu den neuen Bildschirmen. Aber die meisten Beamer sind eigentlich noch im 4 zu 3 Format eingestellt und hier gibt es am wenigsten Probleme, wenn man dann in einen fremden Computerraum womöglich kommt und man hat dieses 4 zu 3 Format, selber hat man 16 zu 9 und dann haut es vielleicht nicht hin. Also lieber 4 zu 3 eingestellt lassen. So, jetzt die Übergänge. Hier ist wichtig, man kann das ja auch so ein bisschen sehen, wie das funktioniert oder wie das dann aussieht. Wischen. Teilen. Also es sollte ein Übergang sein, der nicht so sehr ablenkt oder der, wie zum Beispiel hier, sehr lang dauert. Hier als Form. Es gibt nämlich auch Übergänge, wie zum Beispiel hier so ein Glitzern nennt sich das. Da denkt man dann, die Wand stürzt ein oder hier sowas. Naja, das geht eigentlich noch. Orbit ist eigentlich recht schön. Ich benutze mal den hier und dann sage ich auch für alle übernehmen, weil dann ist es nicht bei jedem Folienübergang irgendwas anders und jeder wartet schon drauf, ui, was kommt denn jetzt als nächstes, sondern es ist gleich, man kann sich auf den Vortrag und auf den Inhalt konzentrieren und muss nicht, wird nicht dadurch entsprechende Animationen abgelenkt. So, jetzt gibt es noch inhaltliche Animationen, das waren jetzt die Übergänge und jetzt die Animation, das betrifft dann die Inhaltselemente. Bei der Überschrift, da würde ich gar nichts machen. Da fängt es halt an mit dem Hermelin. So, dann die Frage, was ist ein Hermelin? Hier sollte man vielleicht die Schrift etwas hervorheben. Ich mache mal die Schriftfarbe schwarz. Und jetzt kommt die entsprechende Vorhebung. Also das ist wie bei Wer wird Millionär? Die Frage, was ist ein Hermelin? Und dann sollen eigentlich alle entsprechend aufleuchten und ich mache das mit Füllfarbe. Sieht dann so aus. Hat man das schon gesehen? Ich starte mal die Präsentation. Ja, und zum Schluss färbt sich das etwas grün. Etwas grüner. Von daher würde ich sagen, das Orange sieht ein bisschen schöner aus. So, das konnte man jetzt hier nicht so gut sehen. Auf dem zweiten Bildschirm sieht man dann die eigentliche Animation, wenn man hier die Präsentation startet. Mit Windows-Taste P kann man das ja entsprechend einstellen.
Mache hier mal doppelt, dass man die Präsentation hier entsprechend sehen kann. Jetzt mal ein bisschen warten. Ich starte die mal nochmal. So, dann schaut so aus, was ist ein Hermelin? Und dann alle vier sind Hermeline. Okay. So, jetzt ist immer die Frage, wie geht man vor, wenn ein Folienwechsel da ist? Ich finde, dass die Überschrift eigentlich immer eingeblendet sein sollte und dann der Inhalt erst erscheint. Und ich mache gern erscheinen, auch wieder keine aufwendige Animation. Hier zum Beispiel gibt es was, das nennt sich dann Springen. Und ich finde, das lenkt auch viel zu sehr vom Vortrag ab. Wir sagen hier einfach erscheinen. Was man machen kann, okay, hier muss man aufpassen, nicht, dass hier diese Quelle entsprechend schon dasteht. Die sollte dann auch entsprechend animiert sein. Vielleicht erst im Nachhinein. Von mir aus kann man hier mal so einen netten Effekt einbauen und hier als zweites sagt man erscheinen. Übrigens aufpassen, in welcher Reihenfolge hier man den Effekt zuweist. Wenn ich jetzt zuerst hier gesagt hätte, erscheinen zum Beispiel, dann wäre auch dieses Feld als erstes erschienen, wobei es ja hier in erster Linie um diese Grafik hier geht. Ja, und dann sind wir auch schon bei der letzten Folie. Da sage ich auch erscheinen. So, und jetzt können wir es uns schon mal anschauen mit F5. Folienübergang. Animation, also Hervorhebung. Dann kommt die Tabelle. Tabelle, die kommt auf einmal, die kann man leider nicht animieren. Dann müsste man hier für jeden Inhalt ein extra Feld generieren, das man dann entsprechend einfliegen lässt. So, bei jedem Klick kommt ein Aufzählungspunkt. Dann der Lebensraum mit Link, mit Quelle. Und Nahrung und Jagd. Hier kann man auch wieder entsprechend sich durchklicken. Man könnte aber auch hergehen und sagen, Effektoptionen. Als einzelnes Objekt. So, und dann sieht es hier so aus. Sie erscheinen alle zusammen. Kann ich auch machen. Wenn ich nicht extra auf die einzelnen Tiere eingehen will, dann scheint mir das hier eigentlich die bessere Wahl zu sein. So, jetzt ist es ja so, dass man, wenn man so einen Vortrag hält, man vielleicht auch ein Handout abgeben muss. Hier ist eine tolle Funktion in PowerPoint zu finden, Datei. Dann auf Speichern senden und Handzettel erstellen. Sage ich Handzettel erstellen und dann Notizen neben den Folien. Das ist hier zum Beispiel hier unten. Und dann sage ich okay. Dann dauert es etwas. Oder habe ich es schon? Ah, es ist schon hier im Hintergrund. Ich mache das mal größer. Aber er rechnet anscheinend noch. Ja. Also so sieht das Ganze aus. Hier werden die Folien aufgezählt, die Bilder der Folien. Und in der rechten Spalte sind dann praktisch die Notizen zu sehen. Ich kann jetzt hier eigentlich schön damit arbeiten. Ich blende hier auch mal die Gitternetzlinien ein. So, jetzt ist das eigentlich ganz schön zu sehen. Man kann das auch entsprechend zuschneiden und hat ein Moderationskärtchen. So kann man auch entsprechend sich vorbereiten. Als Handout kann man es hernehmen oder jetzt bei der Präsentation, wenn ich das nicht will, lösche ich das mal wieder. Vielleicht eins noch, es gibt auch für die Zuschauer, gibt es eine Möglichkeit, wenn man sagt, drei Folien drucken, dann hat man hier so eine Darstellung, das heißt, man kann das hier entsprechend austeilen. Der Zuschauer kann sich hier entsprechende Notizen machen.
Für einen selber, wenn man jetzt keine Moderationskärtchen braucht, könnte man hier einfach hergehen und sagen, okay, bei Präsentation schalte ich mir die Referentenansicht ein. Wenn das der Fall ist, ich muss nochmal ganz kurz überprüfen, Windows-Taste P. Jetzt bin ich praktisch mit meinem Bildschirm und dem Zweitbildschirm gedoppelt. Also auf dem zweiten Bildschirm erscheint jetzt das Gleiche, was hier geschieht. Bei erweitert habe ich das Ganze so. Ich habe praktisch meinen gesamten Bildschirminhalt hier auf der rechten Seite nochmal. Das heißt, ich könnte jetzt also ein Fenster nehmen und dann rüberschieben und ich sehe das Ganze jetzt, ihr leider nicht, auf dem anderen Bildschirm. Ja, was hat das für einen Vorteil? Vorteil ist der, dass ich jetzt, wenn ich hier ein Häkchen bei Referentenansicht habe und gehe jetzt in den Präsentationsmodus, dann habe ich jetzt auf dem zweiten Bildschirm oder auf dem Beamer nur diese Darstellung, also nur die Präsentation. Und ich selber habe unten hier meine einzelnen Folien, die der Reihe nach kommen. Ich habe hier die Anzeige, auf welcher Folie ich mich befinde. Ich habe die Zeit, die hier läuft und die aktuelle Uhrzeit. Und hier, wo haben wir denn Notizen? Die kann ich noch ein bisschen herauszoomen. Dann tue ich mir leichter beim Lesen. Und hier wäre es vielleicht auch gut, wenn man den Text noch entsprechend kürzt, weil wenn man hier noch extra noch lesen muss, dann stoppt es wieder den Vortrag. Was es hier noch gibt, so eine Zeigeoption, Stift, Textmarker. Damit kann man dann bestimmte Sachen hervorheben. Das kommt jetzt auf dem Grün nicht so gut. Dann nehme ich einen Rotstift her. Also. Und dann kann ich entsprechend die Animation fortführen. Okay. Ja, das war's dann schon. Ich hoffe, da war jetzt einiges für euch dabei, was ihr brauchen könnt für euren nächsten Vortrag. Stoff sammeln, Präsentation gestalten, Vorbereitung zur Präsentation. Denkt an die Referentenansicht, ein ganz cooles Werkzeug. Und dann kann eigentlich bei der Präsentation gar nichts mehr schiefgehen.